Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Judith Wehren vom Institut für Partizipatives Gestalten und ich freue mich, Sie heute hier herzlich zum Marktplatz der Ideen begrüßen zu dürfen. Wir sind heute hier im DVV-Saal in Dessau-Roßlau und um uns herum haben sich rund 90 BürgerInnen aus Dessau-Roßlau zusammengefunden, um heute zu schauen, was ist eigentlich das Projekt Zukunftsreise und welche Ideen sind auf dem ersten Auftakt auf der Zukunftskonferenz entstanden. Die Zukunftsreise, was ist das eigentlich? Die Zukunftsreise ist ein Projekt der Stadt Dessau-Roßlau, welches sich mit den demografischen Herausforderungen der Stadt auseinandersetzen möchte. Was wollen wir da eigentlich machen? Wir haben uns gedacht, einen Prozess mal anders herum gedacht, von den BürgerInnen nach oben hinauf. Das heißt, die BürgerInnen hatten auf der Zukunftskonferenz die Chance, ihre Ideen für die Entwicklung Dessau-Roßlaus zu entwickeln. Was ist entstanden? Erste Projektideen, erste Themenfelder wurden gefunden, die für wichtig erachtet wurden. Und heute sind eben Menschen von der Zukunftskonferenz hier anwesend, um allen interessierten BürgerInnen und Bürgern des Dessau-Roßlaus diese Ideen zu präsentieren und eben auch im zweiten Veranstaltungsteil dazu einzuladen, sich diesen Ideen, den Projektgruppen, die sich nun finden werden, anzuschließen. Ich freue mich, dass Sie heute alle hier sind und ich freue mich auf die Projektpräsentation. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben. 5 Minuten haben Sie Zeit. Schönen guten Tag an alle. Wir haben als Schwerpunkt die Mobilität gehabt bei uns und die Frage war ja erstmal, welche Ziele wollen wir erreichen mit der Mobilität in der Zukunft? Und wir haben für uns gesagt, Mobilität in Dessau-Roßlau soll umweltfreundlich, individuell, bedarfsgerecht und flexibel, sicher, wirtschaftlich und für alle erschwinglich sein. Das ist die Frage, wie man sowas angeht und umsetzt. Wir haben uns dann auf einige Strategien, wie man da herangehen könnte, wir haben herausgearbeitet. Ein Punkt wäre zum Beispiel die bessere Bahnanbindung an die umliegenden Großstädte, was auch den Fernverkehr beinhaltet. Wir wünschen uns eine gleichberechtigte Förderung aller Verkehrsträger, also den ÖPNV, das Fahrrad, den Fußverkehr und auch das Auto. Die Einführung neuer, gemeinsam genutzter und nachhaltiger Verkehrsträger, die insgesamt alle besser untereinander vernetzt werden sollten, innerhalb der Taktung und auch multimodal, das heißt also die verschiedensten Arten von Verkehrsträgern, die man gebündelt vernetzt. Und um diese Vernetzung dann letztendlich auch wirklich sichtbar und greifbar und nutzbar zu machen, sollte ein zentraler Zugang geschaffen werden im Sinne einer Mobilitäts-App, mit der man dann, was hatten wir da? Zur Mobilitätslösung, genau. Also ein zentraler Zugang, um für sich selbst individuell und flexibel von A nach B kommen zu können, unabhängig davon, mit welchem Verkehrsträger man das jetzt machen möchte. Aus diesen Strategien haben wir dann einzelne Projektideen herausgearbeitet, deren Fernbahnanschluss zum Beispiel. Da haben wir ja von Dessau aus dann nach Magdeburg, Halle, Leipzig und Berlin haben wir schon Verbindungen, aber die sind größtenteils ja noch ausbaufähig. Gerade zum Beispiel nach Berlin oder Magdeburg und Halle, wo man oft also in Halle, nach Halle zum Beispiel oft umsteigen muss und Magdeburg und Berlin man sehr oft, wo man sehr lange Fahrzeiten hat, weil der Zug zu oft unterwegs hält. Ideen von uns waren da, dass man, um den Fernverkehr wieder nach Dessau zu kriegen, mal einen Test macht, einen anlassbezogenen Testbetrieb nennen wir es mal, beispielsweise im Rahmen von der Großveranstaltung, einer mehrwöchigen, wie dem Kurt-Weil-Fest,
dass man sagt, okay, in dieser Zeit halten hier Fernverkehrszüge und man hat so mal die Chance einer Auswertung des tatsächlichen Nutzungsverhaltens, damit man auch mal sehen kann, wie viele Leute nutzen denn den Fernverkehr, wenn er denn hier ist. Denn sonst sagt die Bahn, naja, hier will ja keiner mit dem Zug fahren, deshalb brauchen wir auch keinen Fernverkehr hierher bringen. Im Hinterkopf dabei haben wir auch, dass wir in etwas mehr als 3 Jahren hier wieder ein großes Jubiläum anstehen haben. Das Bauhaus wird 100 Jahre alt in Dessau, was auch wieder Dessau medial in die ganze Welt bringen wird. Und spätestens da sollte es doch dann möglich sein. So viel zur Bahn. Bei der gleichberechtigten Förderung aller Verkehrsträger haben wir uns jetzt mal zum einen gedacht, wenn man den Verkehrsfluss in der Stadt mal allgemein verbessert, dann kommt das auch allen zugute. Und haben da mal konkrete Projekte, die nach unserer Meinung auch schnell umsetzbar sind, wie flächendeckende Einführung von grünen Rechtsabbiegepfeilen bei Autos und auch für die Radfahrer, wo man dann eben mit den Verkehrsbehörden schauen muss, wo kann man es machen, warum ist es da nicht gemacht, wann machen wir es. Und auch an den Anforderungsampeln für Fußgänger und Radfahrer, dass die Wartezeiten dort verkürzt werden, dass man da nicht so lange stehen muss, obwohl kein einziges Auto an einem vorbeifährt. Die Radinfrastruktur muss hier auch noch weiter ausgebaut werden. Da setzen wir darauf, dass das bestehende Radverkehrskonzept konsequent weiter umgesetzt wird und dass aber allerdings auch geprüft wird, wo gibt es denn seit Entstehen dieses Konzeptes noch neue Ansatzpunkte, die bisher noch nicht bekannt sind. Und da fänden wir es schön, wenn es zum Beispiel eine Art Quartiersradtour gäbe, wo sich dann zum Beispiel die Bürger eines Stadtteils, eines Stadtviertels an die Stadtbezirksbeiräte wenden können und man dann gemeinsam mit der Verwaltung eine Radtour organisiert und direkt vor Ort die neuralgischen Punkte bespricht und dementsprechend auch das Radverkehrskonzept überarbeitet und anpasst. Ganz kurz 2 kleine andere Projekte vor, die wir uns vorstellen. Das eine ist tatsächlich eine Mobilitäts-App. Das Thema App wird uns heute, glaube ich, noch öfters begegnen und viele andere Gruppen möchten auch gerne digitale Lösungen mit einbeziehen. Wir sehen das aber tatsächlich auch insbesondere für den individuellen Verkehr als einen guten Punkt, um verschiedene Verkehrsträger zu vernetzen und nicht zum Beispiel nur den reinen Straßenbahn-Busverkehr da mit einzubringen, aber es wäre auch nett, wenn die App vorschlägt, naja, lauf doch einfach das Stück oder fahr mit dem Fahrrad, weil das geht eigentlich tatsächlich am schnellsten. Und ein zweiter wichtiger Punkt im Thema Verkehrswende, Nachhaltigkeit, wie entwickelt sich der Individualverkehr weiter, fänden wir es zum Beispiel gut, wenn auch in dicht besiedelten Wohngebieten, wie zum Beispiel Nord oder auch in anderen, es einfach eine öffentliche Ladeinfrastruktur auch für zukünftige E-Mobilität geben könnte. Ob das jetzt an der Straßenlaterne funktioniert oder wie auch immer man sich das ausdenkt. Aber das sind tatsächlich Gebiete, wo man nicht eine Wallbox an die Wand nageln kann, sondern da muss es andere Möglichkeiten geben. Und das wäre auch ein guter Ansatz, wenn man da Modellprojekte entwickelt oder mal was ausprobiert. Gut, vielen Dank Gruppe 1. Einmal ein Applaus. Hier sehen wir die Ergebnisse vom 8., 9. und 10. Oktober im Technikmuseum. Hier sind diejenigen, die aktiv an diesen 3 Tagen gearbeitet haben, Henning Fahlte, Anja Schneider und Michael Berghäuser. Und wie angekündigt, hatten wir gestern die Vorbereitung der Repräsentation. Und bis gestern war ja das, was wir erarbeitet haben, nicht öffentlich. Deswegen danke ich heute für die große Beteiligung, sodass wir das auch in unsere Stadt hineintragen können. Unser Thema war Belebung der Innenstadt von Dessau-Roßlau. Nun gibt es unterschiedliche Auffassungen, was wir als Innenstadt benennen, und das sollte jeder für sich selber
festlegen, ob es nur die Zerbster Straße ist, ob es die Kavalierstraße ist, ob das Theaterviertel dazugehört, Johannesviertel dazugehört, das ist jedem seins. Wir haben uns natürlich Ziele gesteckt und unser Auftrag war, wir sollen Ideen entwickeln und nicht Machbarkeitsstudien. Das heißt also, Punkt 1, Clubleben initiieren, offene Bühne, mobiles Bürgerschaufenster, was geht wie wann wo, Leerstände und die Kaufkrafterhöhung. Wie wollen wir das umsetzen? Umsetzen wollen wir es so, dass wir Ideengeber sind und dass wir Netzwerker sind und dass Leute sagen, das interessiert mich, da möchte ich mitmachen. Wie kann man denn ein Clubleben in einer Innenstadt organisieren? Zum Beispiel Disco-Studenten, die wissen das alleine, Kabarett, wir haben es eben gerade gesehen, heute ist ein Theater da, das sind auch so eine Elemente und so weiter und so fort, nach jedem offen. Wie soll das stattfinden? Wir haben hier uns ein Thema gewidmet, das im Prinzip Nachtleben heißt. Wir alle wissen, Nachtleben findet ja in unserer Gesellschaft nur Silvester statt, alles andere geht bis 22 Uhr, dann kommt das Ordnungsamt und dann Licht aus, Krach weg. Das ist für uns kein Nachtleben, deswegen haben wir nochmal eindeutig hingeschrieben, die Nacht geht bis zum Sonnenaufgang. Als Themen, Teenies, Oldies, Menschen mit Handicap, Subkultur, kann man ergänzen, kann man wegstreichen, aber dass man im Prinzip vom Konsumenten zum Macher wird. Das heißt, diejenigen, die sich hier wiederfinden, sollen es selber machen und sollen nicht eine Karte kaufen, dann zum Einlass gehen, kontrolliert werden und dann... wichtig für mich noch zu sagen ist, das ist nicht nur für Dessau-Roßlau, sondern ist auch bis Umland, für die Partnerstädte, für die Partner Bundesländer, Berlin und EU. Dankeschön. Unser Team besteht aus Ute, Johannes, Christian, der ist heute nicht da, und mir, ich bin Diana. Und wir haben uns dem Thema Digitalisierung gewidmet und es bezeichnet als Chancen der Digitalisierung nutzen, gestalte mit. Hier haben wir uns Ziele aus von allen eigentlich, die wir haben vorhin gesehen, so viele Klebchen gemacht haben, was so wichtig wäre für unsere Stadt, 5 ausgewählt und erstmal gesagt, dass wir wollen unbedingt Digitalisierung mit und für den Bürger, die Stadt und die Verwaltung. Das heißt, wir wollen alle dabei haben. Es soll praktisch, sicher, schnell und offen sein. Wir wollen unbedingt, und das ist ganz wichtig, ja, in der Digitalisierung, dass wir Digitalisierung sicher machen. Also sprich, Digitalisierung ist sicher dahingehend, dass sie sicher kommt, aber auch sicher sein soll. Und da haben wir die Querschnittsziele mal aufgeschrieben. Das sind so immer Sachen, die transparent überall eigentlich mitlaufen. Und das Wichtigste dabei ist, glaube ich, Souveränität, dass wir in der Lage sind, Dinge in der Digitalisierung zu gestalten. Nachhaltig zu gestalten, sicher zu gestalten, datensparsam und datenschutzfreundlich zu haben. Es soll auch barrierefrei sein und inklusiv als auch vorausschauend. Das heißt, wir hatten immer sowas, wenn Rohre verlegt werden in so einer Straße, dann sollten da auch Leerrohre drin sein und so ist das eigentlich bei der Digitalisierung auch zu verstehen. Dann haben wir uns angeschaut, was sind denn Strategien und haben eigentlich gesagt, eigentlich sind das auch Methoden, die wir eigentlich gerne haben wollen, damit unsere Stadt resilient wird, vertrauenswürdig, wertschöpfungsfreundlich und haben darunter einiges aufgeschrieben als Strategien und die Methoden, wie sie sein sollten. Das erste ist eben mitgestaltbar, dass wir sagen, wir wollen das auch gestalten können, wir wollen nicht, dass irgendwelche Produkte uns was vorgeben, beziehungsweise wenn wir Produkte nutzen, sollten die eben auch mitgestalten. Da sind wir dann zum nächsten Punkt gekommen und beziehungsweise die zwei nächsten Punkte waren, eigentlich sollten wir mehr orientieren auf Open Source und Open Data, weil genau das viele Anwendungen erlaubt und auch Wertschöpfung garantiert. Für unsere lokale Wirtschaft und wir damit souveräner werden und diese Querschnittsziele eben adressieren können. Wir wollen das auch im Austausch machen, das heißt in der Digitalisierung, es hört sich immer toll an, als ist digital, aber letztendlich tauschen wir uns nur in unserer Filterblase aus. Wir wollen eigentlich den Austausch breiter haben.
Und wir brauchen dazu aber eine helfende Hand. Das heißt nicht nur digitale, sondern auch analoge Schnittstellen. Das heißt, Menschen wollen wir eigentlich trotzdem bei haben. Danach haben wir uns Projekte angeschaut und ein paar sind auch schon am Aufsetzen. Das erste war, was wir auch gerade davor schon hatten beim ersten Thema, ein interaktives Portal, eine Plattform mit verschiedenen Zugangsformen und ohne Zugangsbeschränkungen. Und das soll für Mobilität sein, für unsere Kulturräume und eine Stadtbeschreibung von gestern bis heute. Dann haben wir uns Bausteine angeschaut, die schauen wir uns gerade auch schon weiter an, die Mitgestaltbarkeit leisten. Das ist ein Grundgerüst und ein Bauplan wollen wir erarbeiten, was toll ist. Wir wollen das städtische Ehrenamt, das macht vor allem die Ute, als Anwendungsbeispiel schon nehmen und wollen den Jugendclub, das ist der Christian, der ist heute nicht da, so einen Ansatz in 10 Minuten ins Kino für den Jugendclub, bisher dauert das glaube ich 10 Tage, ehe die mal irgendwie Geld bekommen oder sich dann sozusagen heute entscheiden können, wir gehen heute abends ins Kino zusammen und es wird dann unterstützt. Und einmal haben wir dann noch ein Projekt, schaut hin, bin ich gut oder geht es noch besser, dass wir letztendlich in unserer Reise die Prozesse hinterfragen, als auch immer wieder uns austauschen und positive Dinge aufnehmen, vielleicht auch was verwerfen, aber nicht komplett verwerfen, wie diese strittigen Themen, die sind eigentlich nicht dazu da, dass wir uns nur gestritten haben, sondern die wurden teilweise nicht wirklich einsortiert in die globalen Themen, die wir heute sehen. Das heißt, wir wollen nichts weglassen, immer wieder in den Austausch kommen und unsere Qualität letztendlich überall Stadt, Bürger, Verwaltung insgesamt im Auge behalten. Vielen Dank. Wir stehen zur Verfügung und wir freuen uns, wenn wir Verstärkung finden. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank an die Gruppe 3. Ja, also wir sind die Projektgruppe Kulturräume und das ist unsere Wunschtafel, an der wir natürlich mitwirken und suchen natürlich auch noch weitere, die mitgestalten wollen. Ich werde die Ziele und die Strategien erläutern und die Vivian und der Thomas werden euch dann die dementsprechenden Projekte vorstellen. Ja, zum Thema Ziele. Wir haben natürlich uns gewünscht, dass die lebendige Kulturszene weiter sich entwickelt und außerdem finden natürlich auch schon ganz viele Projekte und tolle Themen in Dessau-Roßlau statt. Aber das Wissen und Bewusstsein für die Bürgerinnen und Bürger ist noch nicht so vorhanden, dass wirklich mehrere Teilnehmer dafür auch kommen. Und ja, das dritte Ziel haben wir definiert als die Vernetzung kultureller Akteure. Da sehen wir auf jeden Fall noch Potenzial. Die Strategien dazu wären auf jeden Fall, die Kulturräume zu schaffen und auch zu erhalten und auch Kulturräume vielfältig zu gestalten. Also, dass nicht jeder für sich brodelt und an Ideen arbeitet, sondern dass wir da einfach eine Vernetzung schaffen. Dafür ist natürlich auch eine Plattform nötig, wo wir Informationen bündeln und auch vorstellen können. Und als vierten Punkt haben wir gesagt, eine zentrale Anlaufstelle und Anlaufpunkt für die bereits vorhandenen kulturellen Akteure wünschen wir uns. Hallo, ich fahre fort mit den ersten beiden Zielen, die wir uns ausgearbeitet haben. Um die Kulturszene in Dessau zu beleben, haben wir uns überlegt, dass man vielleicht den Beat Club 2.0 erschaffen könnte. Das bedeutet ein Club- oder Konzerthaus-Raum, je nachdem, der zentral gelegen ist, in dem halt Konzert- und Tanzveranstaltungen in jeder Form stattfinden können, Partys, die von engagierten Mitbürger und Bürgerinnen organisiert werden und so weiter und so fort, um halt einen Raum zu schaffen, um solche Veranstaltungen noch in einer anderen Dimension stattfinden zu lassen und nicht nur gebündelt an einem Ort. Dann als nächstes auch nochmal zum Thema Kulturräume vielfältig gestalten, hatten wir uns überlegt, vielleicht eine Nacht der Kultureinrichtungen stattfinden zu lassen. Das bedeutet, dass es halt einen Abend bzw. einen späten Abend gibt, an dem Orte wie die Museen, Ateliers, Gastronomien geöffnet haben. Nebenbei können vielleicht noch Live-Musik irgendwo stattfinden. Es werden Lesungen vorgetragen und Workshops. Und das sollte sich halt im gesamten Stadtgebiet befinden, also schön verteilt, dass halt wirklich das so belebt wird und überall was stattfinden kann. Genau, und dann haben wir noch ein großes Problem in Dessau identifiziert. Es gibt viel, aber keiner weiß so richtig, was es alles gibt. Das hat uns dazu veranlasst, eben einen Informationspunkt vorzuschlagen
Wir haben das jetzt mal hier so zweigeteilt, einmal ein analoger Informationspunkt, einmal digitaler Informationspunkt. Unter einem analogen Informationspunkt verstehen wir sozusagen eine Art Bürgerinneninformation, also eine Person, die sich aktiv auch um Vereine und Kultureinrichtungen kümmert, da anfragt, unterstützt, aber auch gleichzeitig die Informationen dabei bündelt und bereitstellt. Das ist auch für ältere Leute zum Beispiel interessant, wenn sie in der Stadt sind. Sie können in eine Bürgerinneninformation gehen, fragen, was läuft denn die Woche an kulturellen Veranstaltungen und da einfach eine Sichtbarkeit zu generieren. Darauf aufbauend ist es natürlich auch wichtig, die Digitalisierung zu nutzen und das Ganze auch in ein digitales Format zu überführen, wo eben einfach ein Veranstaltungskalender oder eben auch eine Vereinsliste aktuell und gepflegt sind. In vielen Städten, wenn man dahin zieht, bekommt man eine Information, was so passiert. In Dessau sagt man, warum kommst du nach Dessau? Und das muss man einfach irgendwie ändern und man muss die Informationen bündeln und bereitstellen, damit die Leute das, was da ist, unterstützen können und dass das da ist, auch bestehen bleiben kann. Genau. Ich denke, das war's soweit. Dann geht es weiter mit Gruppe 5. Da geht es um Innovation, Wirtschaft, Arbeit. Herzlichen Dank, dass ihr auch vorstellt. Genau, auf meiner Liste steht Thomas Fischer, Maren Michel, wurden noch unterstützt, aber der Unterstützer bleibt stehen. Wen haben wir denn noch? Carsten Böhme. Das Wort ist bei Ihnen und wir stoppen die Zeit. Okay, ja, schönen guten Tag. Wir haben die Aufgabe etwas anders interpretiert. Wir haben das jetzt nicht in dieses Raster übersetzt bekommen und haben, deswegen sind hier so zwei kleine Blätter, die wir am letzten Dienstag in der alten Bäckerei im Schwaberhaus versucht haben zusammenzufassen und haben uns der Sache so ein bisschen in der Weise genähert, dass wir gesagt, wir haben nochmal zurückgeblickt. Ähnlich wie bei der Zukunftskonferenz haben wir geschaut, wo kommen wir eigentlich her, und da sind wir auf die Traditionslinie gekommen, dass wir gesagt haben, es gab hier schon mal einen sehr starken Impuls. Der wurde damals von Oechelhäuser und Junkers gesetzt, die mit Gasgeräten angefangen haben und am Ende Flugzeuge wurden gebaut, die Lufthansa wurde gegründet und das hatte massive Auswirkungen auf die Stadt. Es gab also Arbeitskräftebedarf, Einwohnerzuwachs, Nachfrage nach Gewerbeflächen und Wohnen. Und es gab einen massiven Siedlungsbau, die Stadt prosperierte und hatte eine relativ starke Position in Mitteldeutschland. Da gibt es hier eine sehr schöne Bauhaus-Abbildung, wo sich Dessau positioniert im Konzert der größeren Städte. Und es gab eine sehr gewinnbringende Kooperation zwischen Junkers und dem Bauhaus. Und wenn wir heute schauen in die Gegenwart, dann denken wir, können wir so eine Traditionslinie wieder begründen, initiieren, indem wir sagen, wir haben starke Impulsgeber, wir haben die Pharmaindustrie, die Biotechnik in Roßlau. Wir haben als Impulsgeber und Forschungs- und Dienstleister das Umweltbundesamt mit seiner Klima- und Umweltkompetenz. Und wir haben aber auch Impulsgeber, wenn man an die Schienenfahrzeugtechnik denkt, also dieses Trains-Projekt. Und all das könnte genau die gleiche Auswirkung haben, die wir in den 20er Jahren, also genau vor 100 Jahren schon mal hatten. Nämlich auch da gäbe es wieder ein Arbeitskräftebedarf setzen. Es wäre wieder ein Einwohnerzuwachs, die Nachfrage nach Flächen. Und es gibt aber auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen die Reaktion, dass man sagt, also Dessau ist ja jetzt eigentlich schon Ausweichstandort für Leipzig, Berlin und so. Aber ist es das wirklich und haben wir das entsprechende Angebot dazu? Und wir glauben, dass man aber mit nachhaltigem, vielleicht auch wieder zum Beispiel Werkswohnungsbau, Genossenschaftswohnungsbau in Stadtumbaugebieten, die wir ja haben, also wir haben genügend Fläche, die auch gut erschlossen ist, dass wir in diesen Bereichen ganz bewusst wieder neue Impulse setzen können und diese dann auch eben über Kooperationspartner setzen können, die es auch wieder gibt. Also die Stiftung Bauhaus Dessau ist ja bekannt, die Hochschule Anhalt mit ihren entsprechenden Studiengängen. Nur momentan greift das nicht so richtig, weil das Bauhaus momentan ja sehr museal unterwegs ist. Ja, da gibt es eine Werkstatt, da gibt es eine Akademie, die gilt es eigentlich wieder zu beleben, um einen solchen Gedanken dann auch in die Stadtgesellschaft zu tragen. Und das Ganze würde sich wunderbar verknüpfen mit dem Themenfeld 2, was wir besetzt haben, nämlich neue Arbeitswelten. Genau, das als Unterthema haben wir herausgearbeitet, dass das ganze Thema 100 Jahre Innovation und Wissensarbeit, Ideengeber für Dessau, einen guten Rahmen bieten könnte für einen sogenannten Think Tank, der sich mit
den Impulsgebern, die Thomas gerade beschrieben hat, zusammensetzt und sich überlegt, wie sieht denn die Arbeitswelt heute aus und wie kann und wird sie morgen aussehen? Schon allein aufgrund der sich verändernden Märkte, der immer weiter steigenden Digitalisierung und Automatisierung. Da wird gerade für die Themenfelder, in denen Dessau hier mit seiner Wirtschaft unterwegs ist, in den nächsten Jahren viel passieren. Und wir halten es für eine gute Idee, uns darauf vorzubereiten. Und zwar gemeinsam mit den Kooperationspartnern, die an vielen Stellen hier genannt werden, sowohl die Stadt, die bestehenden Unternehmen, zum Beispiel die aus dem Pharmapark, die Hochschule, weitere pädagogische Einrichtungen wie die Berufsschule und natürlich auch die großen Institutionen, die wir hier vor Ort haben, wie das UBA, die IHK sollte hier eine Rolle spielen. Und das Ziel ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie sieht denn die Arbeitswelt von morgen aus und mit welchen Ideen können wir dem begegnen, um eben nicht durch die Digitalisierung und Automatisierung hier viele Arbeitsplätze zu verlieren, sondern eher das noch auszubauen, was Dessau schon hat. Viel Arbeit mit Wissens- und Ideengebern und dann auch an das Thema anzuknüpfen, was Thomas gerade sagte, mit dem Bauen. Wir brauchen dann sicherlich auch innovative und neue Berufszweige für die Berufsschulen und für die Hochschulen. Und wenn man das miteinander verknüpfen kann, dann können wir hier sicherlich an unsere 100 Jahre Innovation gut anknüpfen. Genau, und vielleicht kann man in diesem Rahmen des fünf bitte zum Ende kommen. Kann man in dem Rahmen des Thinktanks vielleicht noch eine eigene Arbeitsgruppe mit dem Thema Bildung / lebenslanges Lernen begründen. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Und auch ihr steht nachher zur Verfügung, glaube ich, ne? Gruppe 6, Umwelt, Natur und Klimaanpassung. Da sind Jona Schulze, Otto Glöckner und Martin Plewa an Bord und stellen uns das Thema vor. Okay, genau, in unserem Themenbereich geht es um das Thema Umwelt und auch das Thema Energie, nachhaltige Energie. Und da war das erste Ziel, was wir definiert haben, dass wir in Dessau gerne eine dezentrale und klimaangepasste, neutrale Energieversorgung etablieren wollen. Dass wir in Dessau mehr Natur in die Stadt holen wollen, also mehr Grün in der Stadt für Lebensqualität und Aufenthaltsqualität. Und das auch, bitte? Okay. Und genau, Umwelt, wir haben das Umweltnetzwerke festigen genannt, also das da bessere Verbindungen unter den Akteuren gibt, die schon in dem Bereich tätig sind. Strategien in der Richtung wäre dann, das, wie schon gerade angesprochen, diese Vernetzung zwischen den Zielen und die Akteure haben, abgeglichen werden. Dass zum Beispiel Flächen entsiegelt werden für mehr Pflanzen und ja, Grün in der Stadt. Und dass mehr Bürger die Chance haben, sich in der Richtung zu beteiligen und Arrangement zeigen. Ja, dann haben wir daraus 6 Ideen geschaffen. Ich nehme gelb. So. Also, als Projektideen haben wir uns auf 6 mehr oder weniger das Ganze zusammenfassen können gestern. Das eine heißt interkulturelle Gemeinschaftsgärten. Da soll gemeinschaftlich geführte Gartenfläche etabliert werden, welche eine Plattform für Veranstaltungen und Feste ist, um die Arten- und Kulturvielfalt zu fördern. Da bedarf es dann viel Engagement. Und als Interessenten haben wir Familien, Migranten, Alleinstehende, Studenten und Rentner ausmachen können, also das breite Spektrum. Eine weitere Projektidee ist die Photovoltaikpflicht für öffentliche Gebäude der Stadt, um PV-Kraftwerke auf sämtlichen öffentlichen Dachflächen nach Machbarkeitsstudie zu installieren und in Kooperation mit den Stadtwerken. Ein weiteres Projekt haben wir Grünstiften genannt. Da geht es unter diese Überschrift soll es um Baumscheibenpatenschaften gehen, die mit Hilfe des Stadtmarketings ausgelobt werden, um die schönsten Baumscheiben zu prämieren oder die schönste Straße zu prämieren mit Anreizen für die Nachbarschaft.
dass wir als anderen Unterpunkt das Projekt der IBA, der Internationalen Bauausstellung IBA 2010, die Initiative nochmal ausmachen und reaktivieren und die dort ausgelobten Freiflächen wieder animieren, den IBA-Pfad neu bewirbt und in dem Zusammenhang auch begrünte Dachflächen und Blühwiesen zu ermöglichen. Und da sollen sich vor allen Dingen die Anwohner direkt beteiligen können. Gut, dann war, wie bei anderen Gruppen schon erkannt, so eine Art Übersicht zu schaffen. Wir haben das jetzt Dessau Umwelt-Wiki genannt. Also das in einem aufrufbaren, online gemeinschaftlich erstellbaren Übersichtskatalog verschiedenste Vereine und Projektideen, aber auch Ansprechpartner gelistet werden, um die Vernetzung und die Übersicht zu fördern. Dann war die Idee, dass wir eine Art Klimafonds in Dessau einrichten, um gewisse Projekte, die ja in dem ganzen Spektrum von Umwelt und Klima sich beteiligen, diese fördern können und auch irgendwie die Motivation dadurch steigen kann, dass man weiß, da gibt es Geld, um solche Projekte zu fördern. Und das letzte Thema ist CO2-Senken schaffen. Also es geht darum, willst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr darüber sagen, Martin? Genau, hier geht es darum, konkret CO2 zu binden, indem man Möglichkeiten, Feuchtgebiete und Moore zu etablieren, die im Rahmen der und dem Gemeinschaftsprojekt vielleicht mit der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz und dem Biosphärenreservat Mittlere Elbe etabliert werden können, um festzustellen, welche Flächen kann man so nutzen, dass sie noch mehr CO2 binden können als bereits jetzt, indem man Überschwemmungsgebiete neu etabliert oder ja, Überflutungen von ungenutzten Flächen zulässt. Ja, herzlichen Dank, Gruppe 6. Auch ihr seid nachher da und freut euch über MitstreiterInnen. Dann kommen wir zu Gruppe 7, das große, große, übergreifende Thema Bildung. Wir müssen vorweg sagen, bei uns war kein Lehrer und keiner, der so die Perspektive der Schulbildung wirklich oder Kindergarten so wirklich drauf hatte. Daher, alles, was wir hier sagen zu dem Thema, ist immer nur als Ergänzung zu verstehen und nicht als Kritik, so nach dem Motto, alles läuft falsch und wir sagen euch, wie es besser geht. Nein, wir wollen ein paar Impulse geben und da war der Schwerpunkt eher das lebenslange Bildung, Bilden, Lernen und nicht unbedingt nur das Schulische. Aber das Schulische ist halt sehr wichtig, weil es eine wichtige Standortentscheidung ist, wenn Leute entscheiden, nicht in Dessau zu bleiben oder von Dessau erst gar nicht hier hinzukommen, dann hängt das auch mit dem Bildungssystem zusammen. Wir haben uns Ziele genannt oder gesetzt, zum Beispiel außerschulische Lernorte sollen gestärkt werden oder auch Kultur und Naturerleben in die Schulen bringen. Dass es nicht nur ein intellektuelles Lernen oder fachliches Lernen ist, sondern auch kulturelles und umweltbezogenes Lernen am Ort sein. So ein praktisches Ziel war 0% Schulabbrecher, 100% der Kinder, Jugendlichen, der Menschen haben eine Ausbildung. Und die Bildungsangebote der Stadt wollen wir erweitern und vertiefen und den Schul- und Hochschulstandort Dessau-Roßlau ausbauen und stärken. Willst du zu den Zielen noch was ergänzen oder du? Nein, okay, vielen Dank. Strategien, die wichtigste Strategie, Vernetzen der Akteure, denn wir haben bereits viele Akteure, die bildungsmäßig unterwegs sind. Wir haben eine Hochschule Anhalt vor Ort, wir haben viele Schulen, wir haben einen Berufsschulstandort, wir haben aber auch Einrichtungen, die gar nicht zur Bildung gehören, die trotzdem Bildungsangebot machen. Museumspädagogik, im Tierpark laufen pädagogische Angebote, Theaterpädagogik. Umweltbundesamt baut gerade eine internationale Akademie auf für Umweltthemen. Also da sind tatsächlich auch viele, ich habe jetzt noch ganz viel vergessen, ganz wichtig, Vernetzung der Akteure. Dann wollen wir Themencluster bilden. Umweltthema bietet sich an, weil Standort Umwelt, Bundesamt da ist. Andere Themen, Pharma und so weiter, bieten sich auch an. Oder Mobilität, was wir heute schon gehört haben.
Also Themencluster ist eine Strategie. Die Institutionalisierung ist eine Strategie, das heißt, man braucht eine Institution, eine Stelle, einen Koordinierer, der das Ganze managt und macht. Eine weitere Strategie ist die Beteiligung. Wir wollen möglichst viele Akteure beteiligen. Steckt teilweise in der Vernetzung drin, aber die Beteiligung geht über das Informieren der Bevölkerung hinaus. Und schließlich neue Bildungsformate bieten sich hier an. Wir haben zum Beispiel mit dem Gartenreich einen Fund, mit dem man auch bildungsmäßig durchaus wuchern kann. Und das außerschulische Lernen ist auch eine Strategie. In Dessau-Roßlau soll kein Kind die Schule verlassen, was nicht regelmäßig im Museum war, was nicht regelmäßig im Theater war, was nicht auch das Gartenreich mit den ganzen Zusammenhängen, die dort vermittelt werden, kennt und anschaulich erleben konnte. Verschiedene Projekte, da will ich eigentlich ich selbst nur auf zwei eingehen und gebe dann noch weiter. Das erste Projekt ist Netzwerkbildung. Wir brauchen ein Netzwerkbildung, wo die verschiedenen Akteure, Schulen, Hochschule, Umweltbundesamt, Gartenreich, Theater, Bauhaus und so weiter miteinander zum Thema Bildung in Austausch kommen. Ein weiteres Projekt, was durchaus konkret ist, ist, dass nach Dessau an die Hochschule Anhalt ein Lehramtsstudiengang kommt, dass Lehrer sich in Dessau ausbilden können. Und das hat auch Rückstrahlung auf das Schulsystem und so weiter. Es hat viele Vorteile, nicht nur, dass es den Hochschulstandort stärkt, sondern auch den Bildungsstandort Dessau. Ja, soweit erstmal die beiden Projekte, die ich vorstellen will. Wer möchte ergänzen? Ja, ich möchte noch ergänzen, dass ich schon begonnen habe, die Denkfabrik Bildung zu koordinieren. Wer da mitmachen möchte, ich habe da auch meine E-Mail-Adresse stehen. Mich bitte anschreiben. Wir sind schon in der Terminfindung für den ersten Termin. Alle sind herzlich eingeladen, daran mitzumachen. Wir wollen schauen, wie sieht die Bildung zukünftig aus? Welche Möglichkeiten haben wir da mit innovativen Wegen, selbstbestimmten Lernen, partizipativen Lernen, Co-Creation als Themenüberblick? Und das soll aber nicht eingrenzend sein, sondern nur ein Startpunkt. Einfach bitte melden per E-Mail. Wir sind in der Terminabfrage. In zwei Wochen wird so in etwa der erste Termin dazu sein. Also seien Sie dabei. Danke, wir hatten noch mehr Projektideen. Das führt jetzt zu weit und ich glaube, wir haben die Zeit auch gut genutzt. Wenn du noch was ergänzen möchtest. Genau, so, ich hätte nur eine kleine Ergänzung und zwar zum Thema Netzwerkbildung. Und zwar, wir wollen die Hochschule auch in Dessau nicht nur mit UBA oder Bauhaus verstärken, also diese Kontakt zu verstärken, sondern auch mit Stadt Dessau, was bisher nicht so überhaupt stattgefunden hat überhaupt. So, das ist eine. Das andere auch, was mir schwerfällt auch, ist, dass die Studierenden nicht nur nach Dessau bringen, sondern auch hier behalten. Viele Studenten kommen nach Dessau, die studieren hier und nach dem Abschluss sind die wieder weg. Wie können wir das ändern? Indem wir vielleicht mit Dualstudium hier in Dessau irgendwas anbieten können. Da sind nicht nur drei Fachbereiche hier, vielleicht kommt noch das vierte mit Lehramt vielleicht. Und dadurch, wenn man auch die Arbeitsplätze so hier anbietet, wird natürlich auch diese Studierende auch hier bleiben. Und alle Gruppen, wie gesagt, haben miteinander viel zu tun. Und ja, das ist letztendlich nur Gewinn für Dessau. Ja, herzlichen Dank. Gruppe 8 ist die Gruppe Vernetzung. Genau, wir sind heute nur zu zweit hier. Unsere Gruppe besteht aber eigentlich aus 6 Personen. Maria und ich haben jetzt die Ehre, das präsentieren zu können. Und in der ersten Stunde ist uns schon aufgefallen, dass unsere Darstellung irgendwie zur Verwirrung geführt hat, beziehungsweise sehr unterschiedliche Interpretationen hatte. Was wir ausdrücken wollten, war eigentlich eines unserer Projektideen, nämlich die Schlaufenster. Da wird Maria gleich noch was zu sagen. Was uns aber anhand der Interpretation eingefallen ist, das Thema Vernetzung ist ja in vielen Gruppen vorgekommen. Aber was fehlt? Es ist bisher, wir haben so viele Vereine, Institutionen, es wurde gerade echt nochmal sehr ausgiebig berichtet, aber die sind alle in ihrer kleinen Nische. Also es ist alles irgendwie eingemauert und keine Vernetzung, keine Außenwirkung, keine Zusammenarbeit oder zumindest nur in geringem Maße. Und das wollen wir gern aufbrechen.
Genau, und um das aufzubrechen, gilt es, ein paar Ziele erstmal klar zu definieren. Und da haben wir ganz klar gesagt, die Vereine in Dessau-Roßlau müssen deutlich stärker vernetzt werden. Mir war zum Beispiel gar nicht bekannt vor der Zukunftsreise, dass es überhaupt so viele gibt. Es gilt dabei als Strategie, die Vereinskontaktdaten zu sammeln, zusammenzuführen, wer noch nicht zusammen ist, und vor allen Dingen auch zu treffen, zu animieren. Und da kommen wir zur Projektidee Nummer eins, unseren Stammtischen für die einzelnen Vereine. Und sicherlich wird nicht von jedem Verein jemand an einem kompletten Stammtisch sitzen können. Ich glaube, da brauchen wir das Theater für. Aber da geht es darum, praktikable Lösungen zu entwickeln. Und ein nächstes Ziel ist die Bekanntmachung von Aktionen und Akteuren. Also auch ich bin nicht wahnsinnig gut informiert darüber, was in Dessau los ist. Und ich habe das gesehen, als ich von der Zukunftsreise in meinem Bekanntenkreis erzählte. Jeder guckte mich an und sagte, was bitte? Also die Strategie dazu ist einfach eine innerstädtische Werbung auf welchen Kanälen auch immer. Und ein Kanal, das war unser Anliegen, das damit abzubilden. Ja, das Schlaufenster hat es bestätigt. Leerstehende Schaufenster einfach zu nutzen, um aufmerksam zu machen auf Dinge, die in Dessau gerade passieren. So, jetzt wird es ein bisschen sportlich. Integration neuer Einwohner in Dessau-Roßlau. Ich hätte mir vor 17 Jahren gewünscht, dass ich eine Willkommensbox bekommen hätte, in der steht, was kann ich denn hier machen? Was gibt es an Möglichkeiten? Wie ist so ein Stadtplan oder vielmehr die Straßenbahn vernetzt? Ich komme vom Dorf, Straßenbahn gab es da nicht. Nummer 4, die Nachbarschafts- und Stadtteilvernetzung. Da finden wir uns in zwei Projektideen tatsächlich wieder. Nummer 1 sind auch Schaukästen, so ähnlich wie wir hier unsere Box sehen, aber auch zum Beispiel Tauschkästen, die darüber hinausgehen, was wir vielleicht so aus so Bücherzellen finden, sondern auch, dass ich einen Topf, den ich nicht mehr brauche, dort einfach hinstellen kann. Aber auch Informationswände, bestenfalls in jedem Stadtteil, die man sich auf dem Spaziergang anschauen kann. Und last but not least, Nachbarschaftsfeste. Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen, die dann gerne durch die Stadt-App vernetzt werden dürfen. Genau, und ergänzend dazu möchten wir einfach bewirken, dass die Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen, weil so können wir sozusagen bottom-up auch von der Stadt Sachen einfordern. Also es sind alles tolle Projekte, aber die funktionieren eben auch nur, wenn wir die Unterstützung von der Stadt, vom Landkreis dazu bekommen. Und je mehr Bürgerinnen und Bürger sich zusammenfinden, und das ist toll, dass diese Zukunftsreise initiiert wurde, aber jetzt sind wir halt auch an der Stelle, wo wir das wirklich einfordern müssen, dass es weitergeht und dass wir zusammen an den Tisch kommen. Ja, ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Das Schlaufenster macht sich wieder auf den Weg. Und da kommt die Gruppe 9 angerollt, Wohnen, Gesundheit, Grundversorgung. Die hat sich, glaube ich, selber dann nochmal einen anderen Titel gegeben. Ist das die Frau Walter, die jetzt da auf uns zukommt? Alles klar. Die bekommt gleich ein Mikrofon in die Hand und wird uns vorstellen, was in ihrer Projektgruppe so passiert ist. Ja, wir haben das Thema Wohnen, Gesundheit und Grundversorgung zu zweit bearbeitet. Frau Illert ist heute leider nicht da, die musste nach Berlin. Das hatte sie mir schon gesagt. Wir hatten uns zunächst erstmal Gedanken gemacht über den Stand hier in Dessau. Und da sind wir zu der Feststellung gekommen, es ist eine überalterte Bevölkerung vorhanden. Wir haben mit dem Problem Klimawandel zu tun. Und wir haben in der Stadt sehr viel Brachflächen, die durch den Abriss von Neubauten entstanden sind. Die Überalterung hat zum Beispiel auch die Folge, dass viele Menschen vereinsamen oder in ihren Wohnungen allein sind. Und da haben wir uns gedacht, also da müssten wir unbedingt Abhilfe schaffen. Wir haben auch im Stadtzentrum hauptsächlich und dort, wo die Abrissgebiete entstanden sind, die Brachflächen, sehr viele soziale Spannungen in unserer Stadt.
Und um eine lebenswerte Stadt zu schaffen, ist es ganz wichtig, dass wir hier eine soziale Durchmischung erreichen und in allen Stadtgebieten. Das würde die Lebensqualität entschieden verbessern. Wir brauchen auch, und wir wissen selber, manch einer kommt mit seiner Rente nicht aus, Sozialwohnungen. Sozialwohnungen, da hatten wir leider keine Zahl, aber es ist meist so, es wird zwar werden Sozialwohnungen gebaut, aber nach einer bestimmten Zeit verlieren die ihren Status. Und deshalb müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir Sozialwohnungen vorhalten für Menschen, die hier nicht so gut bemittelt sind. Und vor allen Dingen Rentner. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Wir brauchen ausreichend alters- und behindertengerechtes Wohnen. Und wir müssen daran denken, der Klimawandel, Energiesparhäuser, Dämmung von Fassaden und so weiter ist ganz wichtig. Wir brauchen dazu auch finanzielle Anreize und wir haben uns gedacht, um das Problem ein besseres Miteinander zu erreichen, also zu begegnen, dass wir hier mehr Generationshäuser brauchen, also wo Ältere und Jüngere zusammen in einem Haus wohnen, die sich gegenseitig helfen können. Wir brauchen Begegnungsstätten für Jung und Alt in den einzelnen Stadtteilen und der Ausbau von mehr Generationsspielplätzen. Also wenn die Eltern oder die Großeltern die Kinder bzw. Enkelkinder betreuen, dann könnten die zum Beispiel an einem Gerät sich selber auch noch sportlich betätigen und ertüchtigen. Also sowas Ähnliches stellen wir uns da drin vor. Ja, was für Projektideen könnten wir dazu anregen? Da fallen uns Straßenfeste ein. Das ist hier in Dessau ganz wenig bekannt, dass das sowas passiert. Wir brauchen Alters-WGs und Demenzdörfer hat man noch angeregt. Also aufgrund der Überalterung gibt es sehr viele ältere Menschen, die dann auch nicht mehr so ganz so gesund sind und denen man helfen muss. Und da fiel uns diese Projektidee ein. So, das war's. Und ja, wer gerne noch daran weiter mitarbeiten möchte, dann stehe ich gern bereit. Also, jetzt kommen wir zur letzten Präsentation. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt auch auf unserer Zukunftskonferenz gewesen, denn hier handelt es sich um Themen, die, ich sag mal, kontrovers und ein bisschen strittig waren. Und bei der Zukunftskonferenz ging es ja am Sonntag auch darum, dass all das, was in den einzelnen Gruppen erarbeitet wurde, irgendwo auch in einen gemeinsamen Punkt überführt wird, wo man das dann auch sichtbar wird. Und da wurde klar, dass es bestimmte Themen gibt, die durchaus kontrovers diskutiert wurden. Und die haben wir dann auf einer gemeinsamen Tafel gesammelt und es hat sich freundlicherweise eine Gruppe darum gebildet, die sich damit beschäftigt haben, was bedeuten diese Themen eigentlich, wie können die uns trotzdem hilfreich sein und können wir die nicht, auch wenn sie sich jetzt nicht direkt so integrieren ließen, in Ideen und Konzepte überführen, die vielleicht an anderen Stellen hilfreich sind. Und darum geht es jetzt bei der letzten Präsentation. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Die Besetzung an dem Tisch war so, dass der Dr. Holzmann, der Initiator dieser Veranstaltung oder der wesentliche Initiator dieser Veranstaltung selbst mit an diesem Tisch ganz bewusst geblieben ist. Auch Mirko Kirschner vom Wirtschafts- und Industrieclub war dabei. Wie kommt es zu Themen? Es waren keine strittigen Themen, es waren einfach Themen, die noch keinen Konsens hatten. Gestritten haben wir uns in der ganzen Zukunftskonferenz nicht. Wir haben sehr kreativ, sehr intensiv gearbeitet. Ich muss sagen, Dankeschön. Ich habe sogar sowas wie eine Schwarmintelligenz in dieser Stadt entdecken können. Wir sehen das an den vielen Themenfeldern. Ich möchte mal dazu kommen zum Thema 1, Bevölkerungswachstum. Da ging es in der Strittigkeit oder in den keinen Konsens um den Begriff Wachstum. Brauchen wir Wachstum in dieser Stadt?
Wir haben zurzeit 88.000 Einwohner und werden laut Prognose 65.000 Einwohner im Jahr 2035 haben. Das ist bei weitem kein Wachstum. Wir brauchen ja erstmal einen Stillstand, vielleicht eine Zahl zwischendurch bei 70, 75 oder 80.000. Wir brauchen eine Konsolidierung auf dem Arbeitsmarkt für die Wohnungsgesellschaften, die da nicht so viel Freistand haben. Das sind Basics. Das sind aber Basics, die das Oberzentrum hier in Dessau garantieren. Und diese Garantie ist notwendig, dass wir kurze Entscheidungswege haben. Wir müssen nicht zu einem Landrat gehen, wenn wir ein Theaterspielhaus renovieren wollen. Ja? Wir können das in der Stadt selber entscheiden, mit unserer eigenen Verwaltung auf einem kurzen Weg. Und das ist doch von wesentlicher Bedeutung für alle diese Prozesse von Tafel 1 bis 9, diese Entscheidungsprozesse hier in der Stadt so zu halten. Ein zweiter Begriff, der keinen Konsens fand, das ist der Begriff autofreie Innenstadt. Wir haben ganz bewusst auf diesen Begriff verzichtet. Wir haben ihn auch nicht durch nachhaltige Mobilität verschönert. Nein, es gab einen Tisch Mobilität, Tisch 1, der wurde hier als erstes präsentiert, der sich mit diesen Themen befasst. Mobilität wird sich ändern auf dieser Welt. Und da brauchst du das auch gar nicht dafür. Aber wir können natürlich in dieser Stadt offensiv und progressiv mit so einem Thema umgehen. Wir können uns dieser Thematik stellen und zeitig mit dieser Kompetenz, die hier in dieser Stadt vorhanden ist, an diesem Thema für die Bürger dieser Stadt, für eine moderne Stadt dran arbeiten. Autofreie Innenstadt ist ein Begriff, der dient lediglich dazu, dass uns vielleicht die Presse hier zerfetzt und uns die Händler, die es ohnehin schwer haben, in dieser Stadt auf die Pelle rücken. Es wird Ergebnisse geben im Prozess der Veränderung der Modalität, der Mobilität, Entschuldigung. Und diese Erkenntnisse werden in das Stadtleben dieser Stadt einfließen. Es sind also Prozesse im Werden und im Entstehen. Ja, und der dritte Begriff, Bundesgartenschau. Es bedurfte von den 75 Entscheidern aus der Runde 5 Gegenstimmen und es gab mehr als diese 5 Gegenstimmen, es waren glaube ich 7, die sagten, nein, Bundesgartenschau, wir haben so viele Parks, wir haben so viel Grün ringsherum, was soll diese Stadt mit einer Bundesgartenschau anfangen? Eine Bundesgartenschau ist natürlich auch eine Blümchen, eine Gartenschau, aber es ist im Wesentlichen eine Infrastrukturmaßnahme im überwiegenden Teil. Und diese Stadt braucht natürlich Anreize, Infrastruktur den modernen Anforderungen anzupassen und braucht auch die Gelder aus solchen Programmen. Und wir denken, dass die Bundesgartenschau doch eine Geschichte ist, die man zusammen mit der Verwaltung hier weiter in dieser Stadt vorantreiben sollte. Der Vorteil der Bundesgartenschau besteht darin, wenn ein solches Projekt angenommen wird, gibt es ein ganz konkretes Zieldatum und eine ganz konkrete Förderung für diese Stadt, die es einfacher macht, Projekte umzusetzen. Ich denke, dass das zum Gesamtkonzept mit dazugehört in dieser Stadt, dazugehören sollte und werde das auch weiterhin mit Mirko Kirschner zusammen unterstützen. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, die so kreativ, so innovativ gearbeitet, so fleißig gearbeitet haben und möchte wirklich bitten, dass alle diejenigen, die sich noch nicht entschlossen haben, mitzuwirken, einfach mit auf die weitere Zukunftsreise zu kommen. Wenn ihr jemanden kennt, wo ihr denkt, okay, der hat das Themengebiet, das Themengebiet, das Themengebiet, schickt ihn einfach zu uns, macht auf uns aufmerksam. Wir wollen weitermachen. Danke. Herzlichen Dank, dass Sie sich bereit. Sie sind sehr herzlich eingeladen, ob Sie nun schon auf der Reise dabei waren oder noch nicht. Steigen Sie ein, reisen Sie mit, beteiligen Sie sich, gestalten Sie mit uns die Zukunft von Dessau-Roßlau.